Oh Gott, das wird ja lustig. Deine Mutter ist so fett. Deine Mama ist so fett. Sie würde sogar bei einem Limbo-Wettbewerb einschlafen. Sie hat Sam bei einer Hundeschau geschlagen. Bei ihrer Ausdrucksweise würde sogar ein Hafenarbeiter sterben. Sie hat mehr Falten als ein Origami-Akkordeon. Was haben wir noch? Sie war sogar zu früh zu ihrem eigenen Begräbnis. Sie braucht für einen Strickpullover nur 2 Nadeln. Den finde ich jetzt aber nicht so gut. Aber egal. Sie geht sogar im Secondhand-Laden noch mit Coupons einkaufen. Was sie dann tun wird, würde das keinem auffallen. Gott, die Übersetzungen sind wahrscheinlich hier nicht gut. Naja, gut. Ausdrucksweise, bla 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 bla. Strickpullover nur 2 Nadeln? Sie braucht für einen Strickpullover nur 2 Nadeln. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das stimmt. Ups, versuchen wir das nochmal. Okay, ist so strahlend, ist so flott, ist so sparsam, vulgär, überpünktlich. Ist so sparsam. Deine Mama ist so sparsam. Sie würde noch mit Coupons, wo war das mit den Coupons? Ja. Sie geht sogar im Second-Hand-Laden noch mit Coupons einkaufen. Oh, das ist wahr. Das funktioniert. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Erwachsene Männer zum Heulen bringen. Ein Spaß für die ganze Familie. Okay. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr, genau, nicht mehr das Sparsam. Strahlend, flott, vulgär, überpünktlich. Machen wir mal das... überpünktlich. Deine Mama ist so überpünktlich. Sie würde noch zu ihrer eigenen Begräbnis pünktlich sein. Sie war sogar zu früh zu ihrem eigenen Begräbnis. Oh, das tut so weh. Ja, wir kommen voran. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Wenn's so einfach wäre. Okay. Deine Mutter ist so... strahlend. Deine Mama ist so strahlend. Und da kommt natürlich der gute alte Atommüllwitz. Säße sie in Atommüll, würde das keinem auffallen. Oh, Mama, aufhören! Wir haben es fast geschafft. Machen wir weiter, Kleiner. Oh ja! Und das mit einem Lächeln im Gesicht. Deine Mutter ist so vulgär. Deine Mama ist so vulgär. Sie hat bei der Hundeschau geschlagen? Sie hat Sam bei einer Hundeschau geschlagen. Hey! Und das soll mich jetzt irgendwie kränken. Ja, finde ich eigentlich. Versuchen wir das nochmal. Fand ich jetzt eigentlich schon ganz schön schlimm. So, flott. Deine Mama ist so flott. Hast du gar nicht nur schon geschlagen? Sie hat vielleicht? Sam bei einer Hundeschau geschlagen. Hey! Was ist das denn für okay. eine Okay, nee, doch nicht. Versuchen wir das nochmal. Deine Mutter ist so vulgär. Deine Mama ist so vulgär. Sie würde sogar bei einem Limbo-Wettbewerb einschlafen. Sie hat Sam bei einer Hundeshow. Würde sogar ein Hafenarbeiter... Oh ja, das Hafenarbeiter-Ding. Ausdrucksweise würde sogar ein Hafenarbeiter rot. Aufhören, bitte! Sag uns einfach, wo das Sandwich ist, dann ist der ganze Spuk vorbei. Nein! Verpassen wir ihm noch einen, Sam. Okay, haben wir noch 2. Ist flott? Deine Mama ist so flott. Sie würde wahrscheinlich auch beim Limbo einschlafen. Sie würde sogar bei einem Limbo-Wettbewerb einschlafen. Okay, okay. Ich sag euch, wo das Sandwich ist, aber lasst meine Mama in Ruhe. Aber klar, wir würden doch nie etwas Ehrenrühriges über deine tote Mutter sagen. Das Sandwich ist noch im Casino. Ich habe es im Preisfach des einarmigen Banditen versteckt und dann den Arm mitgenommen, damit es niemand aus Versehen gewinnen kann. Was uns gleich zur nächsten Frage bringt. Wo ist der Arm? Hier, ich hab ihn dabei. Danke, du Depp. Wie konnte uns das nur entgehen? Vor lauter Spielzeugpistole ist mir der dritte Arm gar nicht aufgefallen. Wir sollten zum Casino fahren und uns das Sandwich besorgen. Wir sehen uns, du Penner. Halt, wollt ihr mich nicht erst losbinden? Hallo, Jungs? Jimmy? Oder sonst jemand? Nope, du wirst da jetzt erstmal festgehalten. Im Namen des Gesetzes natürlich. Und der regelkonformen Gründen. Okay. Holen wir uns erstmal das Fleischklößchenbrötchen. Wo geht's hin, Sam? Das Bulettenfress-Dingsi. Mafia-freies Zock. Auf geht's. Oh, ja. Los geht's. Fahren wir nochmal hin.
So, da sind wir auch schon wieder. Ging ja schnell genug. Wir müssen sagen, hey, lasst uns zocken. Ja, wir haben keine Fragen. Los, geh einfach weg. Wir gehen zum Banditen und zocken nochmal ein Röhnchen. Wie man das macht als guter Tada. Vom keinarmigen Zocker. Zum einarmigen Banditen. Das ist schon mal eine Verbesserung. Und dann zocken wir ein Röhnchen. Brauchen wir noch Münze? Ja, er wirft es automatisch rein. Sehr schön. Und gib uns die dreimal Geld, Geld, Geld. Du bist so heiß, du bist schon. Geschafft. Wir haben das Buletten-Sandwich. Sollen wir es probieren, nur um ganz sicher zu gehen? Um Himmels Willen, nein. Hat das Ding gerade einen Preis ausgespuckt? Muss wohl defekt sein. Ich lasse es besser mal überprüfen. Immerhin haben wir das Original Buletten-Sandwich wiedergefunden. Und das beißende Aroma ist wirklich umwerfend. Wahrscheinlich hätten wir es auch schon von der Straße aus riechen können. Haben wir aber nicht. Zeigt mal her. Ja, das ist definitiv das echte Sandwich. Das wird Teddy Bear sicher freuen. Wieso? Hat er Hunger? Meistens schon. Ja, der sah auch schon so hey, aus. Hey Sam, sind wir jetzt schon Mafiosi? Noch nicht. Unser Weg zur dunklen Seite hat gerade erst begonnen. Okay. Das ist sehr gut. Haben wir es jetzt schon zurückgelegt? Also steht es jetzt dann wieder drin oder mampft ihr das jetzt? Da ist es nicht drin. Okay, dann werden wir doch mal Bosco, dem alten Scharlatan, einen Besuch abstatten. Der wird sich sicher freuen, uns zu sehen. So, hallo lieber Bosco, wir kommen zu dir und das nur mit einem kleinen Geschenk. Was du dann nur ausstellen darfst. Muhaha, denn wir sind die Spielzeugmafia, also fast. Zumindest wir sind Spielzeugmafia in Ausbildung. Na, guten Abend, der Herr. Hier nehmen Sie den Teddybär. Alte, ihr wollt doch nicht etwa was liefern, oder? Ich behalte euch im Auge. Okay, hätte auch funktionieren können. Spielzeugpistole? Können wir damit Bosco erschießen? Oh, eine Spielzeugpistole! Ein Symbol französischer Macht! Das stimmt. Okay, na gut. Dann gehen wir erstmal rüber zu Sybil, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Kamera ausschalten kann. Noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir bei Sybil was, wenn wir sie gleich mit der falschen Pistole erschießen. Ganz unauffällig, Geber. Willst du eine Runde spielen? Hallo. Was führt dich in diese Gegend, Knuddelbärchi? Und ich dachte schon, er sagt, jetzt willst du eine Runde spielen. Eine Runde spielen. So klinge ich immer, wenn ich zu viel LOL oder Overwatch gezockt habe. Willst du eine Runde spielen? So müde und genervt und... Ja. Okay. Dann tschüss, Sibyl. Wir haben bestimmt irgendwo eine Kamera oder so, die wir wahrscheinlich abdecken dürfen oder sowas Blödes. Oder sie hat auch einen Teddybär geschenkt bekommen. Die Frage ist nur, was ist die Kamera? Ja, quatschen wir mal mit Sibyl. Oder schießen wir sie einfach gleich? Ja. Was soll das? Er muss sie verfehlt haben. Okay, quatschen wir mal mit ihr. Hi, Sibyl. Nein, nein, ihr habt die falsche Person erwischt. Ich meine, Dame, Damenperson. Damenperson? Hieß so nicht diese Puppe mit dem Riesenkinn, die immer die Kinder erschrocken hat? Oh, Sam, Max, ihr seid's. Ich dachte schon, ihr werdet Killer und wollt mich umbringen. Nun, Um genau zu sein... Wollen wir das auch? Du scheinst verständlicherweise etwas angespannt zu sein. Vielleicht solltest du auf koffeinfreien Kaffee umsteigen. Was? Ach ja, die Kaffeetasse. Ich habe schon länger keinen Kaffee mehr, aber ich bin so nervös, dass ich trotzdem ständig aus der Tasse trinken will. Schon komisch, wie man durch Stress auf seine reflexartigen Gewohnheitshandlungen reduziert wird. Ja. Ist mir sowas auch passiert? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Okay, wie läuft's mit deinem Beruf? Und, wie läuft es so in deinem neuen Beruf? Oh, Sam, als Berufszeugin hat man es nicht nur mit Dramatik vor Gericht zu tun. Die Spielzeugmafia hat gedroht, mich auszuradieren, wenn ich gegen sie aussage. Sie hat dich mit einem Radiergummi bedroht?
Nein, Max. Ich glaube, sie wollen mich ermorden. Okay, das können wir. Kannst du nicht mal den Tod vortäuschen? Hast du schon mal daran gedacht, deinen Tod vorzutäuschen, um dir die Spielzeugmafia vom Hals zu schaffen? Das wäre ja eine Lüge. Es würde das zunichte machen, wofür ich als Berufszeugin stehe. Dicke Honorare? Bestechung? Korruption? Die Wahrheit. Du bist wirklich ein Relikt. Ich meine das als Kompliment. Ich mochte schon immer alles, was alt ist. Okay, auch alte Männer. Okay. Wirst du aussagen? Und wirst du trotzdem aussagen? Ich habe leider bemerkt, dass ich zu Prinzipien treu bin, um es nicht zu tun. Und das gerade jetzt. Tja, Prinzipien sind schon was Lästiges. Ich habe gehört, man kann sie sich jetzt chirurgisch entfernen lassen. Okay, das ist natürlich hilfreich, wenn man sie entfernen lassen kann. Okay, das heißt, so geht's auf jeden Fall schon mal nicht. Später. Das weiß ich doch. Ihr seid die Einzigen, denen ich noch trauen kann. Autsch. Sie versteht es wirklich, einem Schuldgefühle zu machen. Ja, und wir werden sie trotzdem bescheißen. Die Frage ist... Okay, wirklich? Vermutlich behält die Spielzeugmafia damit Sybil im Auge. Sieht funktional und lecker aus. Wow. Wieso lecker? Weil sie rund ist wie ein Ei? Können wir die Wanze da drauf? Ich fühle mich irgendwie bescheuert. Keine Sorge, Sam. Das Gefühl ist vollkommen berechtigt. Ja, super. Kann ich mit der Spielzeugpistole... Kann ich mit der echten Pistole draufschießen? Ich kann nicht mit der Spielzeugpistole draufschießen. Mit der echten Pistole... Webcam. Es ist ja schön, dass du mich beschützen willst, Sam, aber hier ist sonst niemand. Ich habe eine Mücke gesehen. Glaube ich zumindest. Na gut. Teddybär-Magnet. Hält nicht. Das Ding scheint aus Plastik zu sein. Leckeres Plastik oder die andere Sorte? Ach, was rede ich da? Plastik ist immer lecker. Okay. Sonst haben wir nichts. Vielleicht müssen wir doch erstmal zu dem lieben Herrn und können jetzt auf seine Kamera den Magneten kleben. Das wäre zumindest hilfreich. Und das tote Ende, das macht das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen makaberer. Deswegen rennen wir mal nochmal schnell über die ganze Straße, weil wir so cool sind, dass wir uns das leisten können. So. Hallo, lieber Bosco. Wir wollen dir was verkaufen. Das ist eigentlich, wollen wir nur, dass du was für uns verkaufst. Deine Seele zum Beispiel. Guten Abend nochmal. So, wir müssen die Kamera ausschalten. Vielleicht... hier mit dem Magneten. Alte! Ihr wollt doch nicht etwas. Nein, wollen liefern. Wir nicht. Wir wollen einfach nur deine scheiß Kamera kaputt machen. Erschießen? Kugelsicher. Natürlich. Bosco, darf ich nicht erschießen? Das wäre grob unsportlich. Ja, aber es würde einiges vereinfachen. Wanze. Das kann ich nicht abhören. Oh. Denk doch mal nach, Jungchen. Oh Mann. Okay. Teddybär-Spielzeug. Alte! Ihr wollt doch nicht etwa was liefern, oder? Doch! Ich behalte euch! Ja, genau, das wollen wir eigentlich. Wollen wir die Mülltonne umwerfen? Nein, danke. Ich habe heute was zu essen dabei. Wow, Max. Da sagst du nichts zu? Also, das ist doch eine super Vorlage, Max. Warum sagst du nichts? Alte! Ihr wollt doch nicht genau das wollen wir eigentlich tun. Lotterielose. $1 Lotterielose. $2. Da kann man ja nur gewinnen. Sicherlich. Was übersehe ich hier? Können wir Bosco abhören? Ich spioniere Bosco nicht aus. Wir haben da eine Abmachung, kapiert? Jawohl, ja. Okay. Bin leicht überfragt. Aber nur leicht. Nur ein bisschen. Können wir den guten alten Mikrowelle in die... die gute Magneti-Mikrowelle drin. Nein, wir wollen nichts liefern. Kann Max aufs Klo gehen? Oh, lustig. Okay, wir können nichts machen derzeit. Können wir dich in die Kühltruhe stopfen, Max? Du, Max,
Nein, nicht schon wieder. Ich hab den Gestank... Okay, nein. Kühlschrankkamera. Gekühlte und konservierte Flüssigkeiten. Ob Bosco die Flüssigkeitsprobe wohl verwendet hat, die ich abgegeben habe? Ich hoffe nicht. Okay. Aha. Das heißt, wir können hier auch nicht wirklich was machen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Sehr sogar. Scheint viel zu helfen. Was haben wir denn noch? So, die Münzen, die Wanze. Wie sollen wir eigentlich die Wanze noch? Wollten wir die nicht freilassen? Na gut. Dann schicken wir mal vielleicht die Wanze zu Müll. Ich bin gerade etwas verwirrt. Oder die Wanze mit unserem lieben Geber. Ja. Frage ist nur, was es bringt. Können wir ihn irgendwie erschießen jetzt? Hey, Geber. Entschuldigung. Liefert einfach die Bären ab. So, okay. Kannst du das nicht machen? Entschuldigung. Liefert ein... Nimm doch mal diesen Magnet hier. Ich möchte ihn lieber behalten. Ja, den, warum denn? Na gut, dann vielleicht ein Spielchip. Nee, ich könnte sie noch im Casino brauchen. Ja, eigentlich nicht. Riesenwumme, ja. Whee! Ja, ne? Da sind wir wieder an einem Scheidepunkt angekommen. Schade, weil lief's mal in der Mitte jetzt so richtig gut. Und wir haben ja auch schon, gut, das Buletten-Sandwich war wahrscheinlich nicht so schwer zu bekommen. Und Sybil dürfen wir nichts anvertrauen, weil sie überwacht wird. Schwierig, schwierig. Und hier ist ja auch sonst nichts. Können wir den Kaktus irgendwie erschießen? Kaktus! Es ist ja schön, dass du mich... Ja, beschützen, aber eine Fliege. Magnet an Kaktus. Da würde sich der Magnet nicht gut machen. Nein, will nicht. Und da hält er nicht. Nicht. Das Plastik. Das Ding scheint... Leckeres Plastik? Ja, die hässliche Sorte. Teddybär, da vorstellen? Ich soll die Dinger bei Bosco abliefern. Ja, aber Bosco wehrt sich ja auch. Und vielleicht kann uns Sybil helfen, ihren Tod vorzubringen. Vielleicht genau. Vielleicht sollten wir Sybil bitten, uns zu helfen, ihren Tod vorzutäuschen. Aber was, wenn sie von der Spielzeugmafia abgehört wird? Oder wenn der Staatsanwalt das als Unterstützung der Mafia ansieht und sie ihren Job verliert? Du hast recht. Als echte Freunde müssen wir sie über unsere Pläne im Unklaren lassen. Täuschen und lügen. Das ist wahre Freundschaft. Das stimmt. Wie sollen wir Sybil umbringen? Wie können wir Sybil umbringen, ohne sie wirklich zu töten? Wir zeigen ihr einen Film von Uwe Boll? Ich meinte hier in ihrem Büro. Und sie soll sich nicht wünschen, dass sie tot wäre. Es soll so aussehen, als wäre sie tot. Überraschen wir sie mit einer Kinokarte für einen Uwe Boll-Film. Sie ist so angespannt, das würde sie bestimmt umhauen. Das würde jeden umhauen. Ehrlich, das ist... Das ich glaube, ich habe erstmal genug von dir. Okay, aber nimm dir von mir noch was für später mit. Uwe Boll möchte man nicht sehen. Die Filme. Vielleicht schon, es gibt bestimmt Leute, die den Uwe Boll-Film cool finden. Ich kann bestimmt auf die Kaffeetasse schießen, wenn sie sie hochnimmt oder einfach so. Ja. War's das? Hat er sie erwischt? Ich sehe kein Blut. Er muss wohl daneben geschossen haben. Wirklich jetzt? Und sieht einfach eine neue Tasse raus. Ah. Verdammt. Ich war nicht schnell genug. Ich könnte es zwar nochmal probieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Blut wirklich was bringen wird. Das heißt, er müsste irgendwie erst was rein. Ja, sie war. Natürlich wartet er. Okay, kein Blut. Das heißt, wir brauchen irgendwie Ketchup oder so. Können wir Ketchup in die Tasse füllen? Hat er sie erwischt? Können wir die Tasse einfach mal nehmen oder. Ich werde es nicht mehr draufschießen. Kann ich sie haben?
Natürlich, trinke erstmal keinen Kaffee, weil kein Kaffee ist gesund. Wir klopfen einfach mal die Tasse. Und dann füllen wir sie mit Ketchup, weil Ketchup ist immer in Rot. Vielleicht zählt das ja als Blut. Ich hoffe nicht, dass wir diesen normalen Kaffee reinschütten müssen, also den normalen, in Anführungszeichen, von Bosco. Der wäre nämlich uncool. So, nehmen wir noch eine Folge auf? Ach ja, warum nicht? Warum nicht? Das heißt, das werdet ihr wahrscheinlich schon am Anfang der Folge jetzt hören. Doch, nehmen wir noch eine Folge auf? Ja, warum nicht? So, hallo Bosco, wir brauchen dein Blut. Ich meine natürlich Ketchup. Ja, guten Abend. Der Herr, ich will klauen die Ketchup. Tasse fülle mit die Ketchup. Nom, nom, nom. Könnte ich einen großen Ketchup Macchiato mit extra Schaum bekommen? Du machst mich fertig, Kleiner. Das war mein Ernst. Willst du dazu Tomatenschaume oder lieber Schaum von Di Mayo? Okay, gehen wir weiter.